So Leute, wir sind vor der Aufnahme übrigens, mal so als kleiner Hinweis. Was fahren wir jetzt? Ein Ferrari 448 Italia GT2. Genau. Und guckt euch das mal an da. Da ist eine Rückfahrkamera. Wie geil ist das denn? Ja. Okay, ich kann auch nicht nach hinten gucken, da ist ein Blech verschraubt. Na ja, gut. So, hast du die weichen Reifen drauf, Slicks Medium? Ich habe aus Versehen auf, warte mal, da muss ich nochmal zurück zur Box. Einstellungen. Gears, Tires, Slick Medium, jo. Ja, die müssen drauf, ja. So. Elektronik, Aero. Lass ich alles so wie es ist. Ich will da nicht dran rumfuschen. Ich lasse es auch mal so, wie es ist. Ja. Passt. Hast du einen gelben Ferrari? Ja. Steht so wohl vor mir. Ja, hinter mir steht auch einer. Nur Hooper hat er irgendwie nicht. Nee, das, das ist ja mehr unrealistisch. Wir müssen hier ran hier. So. Ich hab noch den Begrenzer drin. Da Cockpit an, das ist mir scheißegal. Früher bin ich nie Cockpit gefahren. Reifentemperatur kriegen. Boah, der Sound von dem Ding. Okay, wir haben kein ABS. Hast du nicht? Nein. Das würde ich aber lieber einstellen. ABS habe ich auch mal angemacht. Ja, wie hat der Wagen? Also eigentlich hat ein Rennwagen. Bei Zero Crosser ist das so, wenn der Wagen das nicht besitzt, ist es beim Real Cars auch so. Hier in der Kurve hat sich Senna tot gefahren. Ich glaube, in der Passage hier war das. Geil Sound, ey. Ich brauch kein ABS. Ja, dann ist es wahrscheinlich verboten. Ja. Oh, oh, Alter! Scheiße, ohne ABS. Hauptsache Traktionskontrolle, das scheiße ist ABS. Weil das Cockpit hat der. Die Rückfahrkamera. Boah. Alle. Oh nein! Meine Hinterreifen. Überhaupt noch. Ja. Wie gesagt, wir sind immer noch vor der Aufnahme. Normalerweise lassen die den immer vorbei. Mach ich schon seit Jahren so. Ohne ABS ist das eigentlich nicht so mein Fall. Boah! Ganz schön Probleme mit dem Heck, ey. Spuren, wie ich geradeaus weitergerutscht bin. Ne? Ja. Oh! Ich komme ohne Arm nicht zurecht, ey.
bin das auch nicht ohne ABS gewöhnt, ey. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Vorderräder immer blockieren und man immer weiter geradeaus rutscht, ey. Und die Socken. Die Reifen sind schon wieder abgekühlt. Ich komm gar nicht richtig auf Temperatur, ey. Holst du dir auch irgendwann einen Reifenschaden, ey. Ohne ABS, ey. Aber man müsste den Bremsdruck ein bisschen reduzieren. Da kann man voll drauf latschen. Das will ich gleich mal machen. Weil fürs Rennen ist das. Achso. Das muss man anhalten hier. 10 Runden. Kommen wir in die Boards. Mal gehen wir in die Boards. So. Ich versuch mal den Bremsdruck reduzieren. So, wo geht das? Allgemein. So schlecht lesen. Bremsbalance. Bremskraft ist auf 100%, ja. Balance gehe ich noch. Hier gehen wir die Bremskraft auf 85. So, das werde ich mal testen. Ja. Drehzahlbegrenzer. Bremsbalance vielleicht noch ein bisschen nach hinten. Von 66 auf 60. Weniger geht gar nicht. Doch. 60. So, wir sind ja auf die Hinterachse. So, das müsste es schon gebracht haben. Nochmal einen Zug hier. Jetzt kann ich voll drauf latschen, ohne dass sie blockieren. Ja, blockieren nicht mehr. Viel besser. Wir sind auf die Hinterachse des Bremsbalance und den Bremsdruck auf 85. Das ist gut. Das Problem schon mal gelöst. Sonst fährt er sich gar nicht Bombe, ey. Sie haben die Hinterräder aber mehr belastet, nicht? Macht nichts. Besser als die Vorderräder, mit denen muss man lenken. So habe ich das jetzt im Griff. Na, ganz kurz blockieren sie, aber das ist harmlos. Ah, da ist einer reingekommen. Der Kauna. Deutscher. Geil. Jetzt weiß man auch, wo die herkommen. Das ist ein Deutscher. Haben sie gepatcht jetzt. So, ich fahre jetzt eine schnelle Runde. Thank you.
Boah, Alter, ich schau mir gleich auf. Oh nein, das war's mit der Scheibe. Reifen kommt gar nicht auf Temperatur. Ah, wieder eine Eiskurve. Hinter mir hat es auch Rohr ausgehauen, aber ist gut. Komme ich langsam zurecht hier. Zeit müsste aber eigentlich noch zählen. So, ich fahre jetzt über die Ziellinie. Ich lande. Ja, ich habe besser gefahren. Schön, dass jeder jetzt eine Flagge hat, aber man weiß, wo man herkommt. Die Loka? Ja. Ja. Wir haben eine deutsche Flagge jetzt vorne, wie bei Gran Turismo. Warum jetzt? Boah.
das Heckwerk gezogen. Oh, schon wieder, schon wieder. Nein. Ja, ich hätte die Flügel so lassen sollen. Freunde, wir sind hier bei Assetto Corsa Pulla im Ferrari F 458 Italia GT2. Da vorne seht ihr meinen Best Buddy hier, Iloka. Nee, ich bin hinten. Echt? Ja. Ach so, du warst. Ich hatte das geführt gehabt und dann. Ja, ich hab doch ja gesagt, weil wir hätten einen Spoiler so lassen sollen. Ach so, cool, dann seht ihr den. Anderen echten Gegner hier ist auch ein Deutscher. Kann uns auch nicht hören. Ja, ich habe Schwierigkeit mit ihm mitzuhalten. Wir fahren hier 10 Runden. Imola. Ihr wisst ja. Oh! Fastmaster T300 RS. Sehr gutes Lenkrad. Geiles Force Feedback. Aber den ersten den muss ich ziehen lassen, da komme ich nicht hinterher. Ich hab mal das belegen sollen hier mit dem Ding. Schade, dass wir den nicht in unserer Freundesliste haben, die Deutschen. Hier ist noch einer reingekommen, Brasilianer. Haha! Das irgendwo noch ändern mit dem Wegen? Nö, ne, wahrscheinlich nicht. Zurück zur Box. Was? Doch. Ja, aber ich darf nicht fahren. Super. Achso, ich muss 20 Sekunden warten, okay. Alter, ist das warm unter dem Ding. Ja, ich fahre absolut am Limit, aber das ist schon fast. Vor mir. Also, der zieht auch durch, er wartet nicht gar nichts. Nicht mal rankommen oder so, nein, der fährt jetzt Schlimmel durch. Vier Sekunden bin ich hinter ihm. Da ist er. Ah.
Gelbe Flagge. Ich spitz nicht. Ah, ist, er ist das, ja, er hat ein paar Fehler gemacht. Wir sehen auch wieder. Ah, immer noch 7, ihr sitzt immer 7 Sekunden Rückstand. Ah, ich kann mal ein bisschen pushen. Vorne ist er, ja. Fahren wird natürlich ohne alle Fahrhilfen, meine lieben Freunde. Völlig klar. Natürlich mit Handschaltung. Man ist ja so realistisch haben wie möglich. Gucken, es waren 7,3 Sekunden Rückstand. 7,5 Sekunden tatsächlich. Das war noch mehr. Oh, fast direkt. Sichtweite. Oh, Halbzeit. Noch 5 Runden, meine lieben Freunde. Gelbe Flagge, ja. Ah, letzte Feder. Boah, was für Angst. Ja, jetzt bin ich näher rangekommen. Oh ja. Na schön. Dann bleiben hat sich Pilgrim. Kriege ich noch. Kriege ich noch. 300 Meter vor mir. Start und Ziel sind wir jetzt. So, das waren 7,5. Wollen wir mal sehen, was es jetzt ist. 3,8. Ja. 4 Sekunden aufgeholt. Lieber Freund, ich mach Druck. Boah. Ja, dieser blöde Mann da, dieser blöde Techniker, der das
Ah, sind wieder gelbe Flagge, ja? Er setzt sich wieder ab. Er ist einfach ein Tick schneller als ich. Oh nein, 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 oh nein! Ich hab krass angeblendet. Oh. Das ist eine Strafe. Nee, ich nicht. Ah, die Reifen sind dreckig. Ah, ich habe meinen rechten Hinterreifen auf dem Gras angebrannt und ich wollte nicht, dass er sich dreht. Dann habe ich natürlich Bremspunkt verpasst und bin ins Kies gefahren. Weißt du? Ah. Ja, ich krieg den auch. Ich habe alles probiert, meine lieben Freunde. Ersten zu catchen. Wir waren auf 3,8 Sekunden ran, aber daraus sind schon wieder 9 Sekunden geworden. Und er fährt hundertprozentig auch mit Lenkrad, also definitiv. Fährt bisher nicht so schnell bei Aero Corsa. Na, schon ein guter Fahrer, der erste, ja? Und ich schon wieder hier auf Dreck, Mensch! Ich rede hier. Ist gerade. Reicht's aber. So realistisch, dass du nicht reden kannst dabei. Hast du einen Fahrfehler nach dem anderen. Oh, der sage ich dir ganz gefahren. Ich hab ihn gleich. Ne? Guck mal, lieber Freund. Das ist der Fehler. Oh, Reifen bauen, glaube ich, ein bisschen ab. Ich bin 200 Meter rangekommen. Mal wieder über Schatten Ziel. Ich kann den noch bekommen. Hätte ich die Fahrfehler nicht drin gehabt, dann hätte ich ihn gehabt. War ein richtiger Bock, den er drin hatte. Zwei Runden, drei Runden noch. Was hast du für eine Rundenzeit? Warte mal, kann ich jetzt nicht sehen. Ich will ihn jetzt kriegen. Das ist das Wichtigste. Kann noch Erster werden. Noch ein Fahrfehler. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Steht auf die Bremse, ja. Danke, dass du mich vorbeilässt. Der will ja doch spielen. Erster. Ah, der will bestimmt noch spielen, ey. Fair. Er hat es nochmal spannend gemacht. Das freut die Leute beim Let's Play, Alter. So, deswegen nehmen wir jetzt weiter. Wenn ihr gleich oben links sehen, meine lieben Freunde, sind die Erste. Dranbleiben hat sich gelohnt, Alter. Erster. Gelbe Flagge? Das bist bestimmt du, ne? Das ist nicht. Oh, jetzt kann ich mich von ihm noch absetzen, weil ich wäre noch Erster. Vor mir fährt einer. Wer ist das denn, Alter? Nee, wenn er mich vorlässt, dann muss er jetzt alles geben, weil... Den Platz werde ich nicht vielleicht wieder weg. Aha. Nochmal gelbe Flagge, irgendeiner fährt davor. Letzte Runde, mein Lieber. Jetzt sind wir wieder nicht vorbeilassen sollen.
Nee. Das schafft er nicht mehr. Der hat bestimmt Reifenprobleme. Reifen schon mehr gefahren. Ich war ja zu Anfang einfach zu. Oder hat sich den Reifen zerstört. Kann auch sein, der hat nämlich ein paar Böcke drin. So, letzte Runde. Jawohl. Der erste Platz werden, er kommt nicht mehr ran. Ich komme mal nicht mehr ran. Nee. Einmal gedreht, dann war schon eine Box. Ich hab nicht einen Dreher gehabt, gar nichts. Ich muss aber aufpassen. Oh, der wieder auf. Ich hab die scheiß Flügel so lassen sollen, wie sie waren. Sauber durchgekommen, er holt auf, aber er kriegt ihn nicht mehr. Glaube ich nicht. Was? Jawohl. Ja, mein lieber Freund. Den 10 Runden kann viel passieren, ne? Kannst du ja mal in der Play nochmal angucken, wie ich das geschafft habe. Boah, ein bisschen stolz bin ich schon. Jawohl. Das war's. So, meine lieben Freunde, das waren 10 Runden Imola. Wir sind auf den ersten Platz gekommen, wie ihr seht. Er ist in die Box gefahren, ja, dann fahre ich jetzt auch gleich in die Box. Boah, boah! Alter! Fahren wir jetzt hier die Ehrenrunde. Boah, jetzt war ich auf einmal runtergeschaltet, Alter. Was ein Sound, ey. Wir haben die Box. Ach, da steht noch ein grauer. BMW. Mhm. Ja, hier kommt der erste. Oh, oh, oh. So. Gut. Bye bye, meine lieben Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst einen Daumen hoch. Robin Hood ist raus. Ja, jo. Das war nice.